Heute geht es bei uns um die Wurst, um die Leberwurst. Nur ist diesmal keine Leber darin. Diesmal ist es eine vegane Leberwurst. Ich halte es sowieso für ein wenig zweifelhaft oder auch unappetitlich, sich ein Entgiftungsorgan irgendwo aufs Brot zu schmieren. Und darum werden wir euch heute mal diese vegane Variante vorstellen. Für Veganer ist es ja immer etwas problematisch, was mache ich mir aufs Brot? Denn immer Rettich, Gurke, Tomate oder Radieschen werden mit der Zeit auch ein bisschen langweilig. Die Fertigprodukte, die es gibt, sind meistens sehr teuer, haben auch oftmals den Nachteil, dass da eben auch Zusatzstoffe, Konservierungsstoffe, Glutamat, Hefeextrakt mit verarbeitet werden. Und das ist eigentlich nicht so im Sinne des Erfinders. Wir bemühen uns also auch nach Möglichkeit, alles selber zu machen, weil wir auch der Meinung sind, veganes Leben muss bezahlbar sein und es soll lecker schmecken. Und aus dem Grund werden wir euch jetzt ja auch dies eine oder andere Rezept vorstellen. Die vegane Leberwurst hat man zwei Möglichkeiten, diese zu essen. Einmal, wenn sie gerade aus der Pfanne kommt, dann passt sie hervorragend zu Pellkartoffeln und kann als Dip gegessen werden. Ich habe mir sagen lassen, dass sie dann so ähnlich schmeckt wie Stippgrütze. Ich bevorzuge es, die Leberwurst halt aus der Pfanne zu nehmen, sie in ein Glas zu füllen, abkühlen zu lassen und dann über Nacht in den Kühlschrank zu stellen. Das verwendete Palmfett wird dann halt fest und es entsteht eine streichfähige Masse. Nun, lange Rede, kurzer Sinn, ran an die Wurst und rein in die Küche. Die Zutaten: 70 Gramm Kokosfett, 3 kleine Zwiebeln, 220 Milliliter Gemüsebrühe, ein Klötzchen Hefe, 2 Esslöffel Haferflocken, 2 Esslöffel Paniermehl, 1 Esslöffel Majoran, Pfeffer, Koriander, Ingwer und Senf. So, zuerst werden die Zwiebeln natürlich gehäutet, geschnitten und zu kleinen Würfelchen verarbeitet. So, hier haben wir die Pfanne, da machen wir jetzt unser Kokosfett hinein und lassen das schön gemütlich schmelzen. Sobald es heiß ist, kommen die Zwiebeln dazu. Und die lassen wir jetzt schön glasig werden. Nebenbei setzen wir die Brühe auf. Und geben da jetzt die Hefe hinein, die zerbröseln wir so ein bisschen. Das geht schneller und auch wesentlich einfacher, als wenn man den ganzen Klotz da jetzt reinmachen würde. So, nebenbei passen wir natürlich auch weiterhin auf die Zwiebeln auf, dass die nicht anbrennen. Und mit dem Schneebesen wird jetzt die Hefe schön eingerührt in die Brühe, bis sie sich vollständig löst und einmal kurz aufkochen lassen. So, jetzt nehmen wir das Ganze vom Herd. Geben zu der Brühe mit der Hefe die Zwiebeln dazu. Und jetzt kommen Haferflocken mit hinzu, die werden schön untergerührt. Jetzt das Paniermehl. Und der Majoran. Alles schön verrühren. So, und jetzt geben wir noch die Gewürze dazu, den Senf, Ingwer. Ich habe jetzt natürlich ungefähr schon raus, wie viel ich da reinmache. Das müsst ihr immer zwischendurch mal abschmecken, ob ihr da ein bisschen mehr nehmen möchtet oder ein bisschen weniger. Dann kommt Koriander dazu. Alles immer schön unterrühren, zwischendurch vielleicht mal probieren. So, jetzt kommt eine ordentliche Prise Pfeffer dazu. Und dann lassen wir das Ganze noch einmal kurz aufkochen. Das wäre eigentlich schon alles. So, da haben wir jetzt mal eine schöne Pellkartoffel.
Und da geben wir jetzt mal die Leberwurst als Dip drauf. Soll ja schmecken wie Stippgrütze. So, und nun fülle ich den Rest in ein Glas. Das Ganze lassen wir schön abkühlen und dann am besten über Nacht oder es kommt dann jedenfalls in den Kühlschrank, damit es fest wird, eine streichfähige Masse wird. Guten Appetit und wir hoffen, wir haben euch etwas Abwechslung auf den Teller gebracht.